Gut. Kommen wir zum nächsten Level. Wie gemacht für Achterkugeln. Billardhalle. Oh, cool. Triff alle 7 Kugelschalter. Oh, Himmel. Und dann kriegen wir Sniper, 3 verschiedene. In der Splatoon 2 Octo Expansion. Oh, Mann. Klecks-Konzentrator. Hat weniger Reichweite als die anderen beiden, deswegen höhere Belohnung anscheinend. Na dann. Versuchen wir es. Oh, ja. 7 Schalter mit begrenzter Titel. Ist das überhaupt möglich? Gute Frage. Komm schon, roll rein, roll rein. Ah, wir haben sogar einen Tin. Wir haben sogar eine Aufladung hier. Okay, das geht sogar dann. Na, ja, 2 davon getroffen. Ah, den kriege ich nicht rein. Schade. Vielleicht kann ich noch einen schon mal darüber ballern. Ah, die stehen leider beide dahinter. Ja, das ist gut. Ich hole schon mal die Aufladung da vorne. Sonst haut mir gleich mein Leben kaputt. Sollte mal machbar sein, wenn wir jetzt einfach darüber ballern. Ich hoffe, ich habe genug Reichweite dafür. Ja, genug Reichweite ist vorhanden. Bisschen seitlich und zack. Genau. Und dann noch das eine Ding da vorne. Das sollten wir auch relativ gut hinbekommen können. Über Kanten, über Banden. Perfekt aufgestellt. Einmal auf die andere Seite und abschießen. Tor. Das war einfach. Gewusst wie. Und es ging sehr schnell. Gut, damit haben wir das fertig. Das haben wir schon gemacht gehabt. Das heißt, wir kommen jetzt zu D07. Aufräumen und abräumen. Bruchkist. Zerstöre alle Ziele innerhalb des Zeitlimits. Oh nein. Pinsel, Pinsel, Roller. Ja, super. Splatoon 2 Octo Expansion. Chef? Oh, er lebt wieder. Okay. Ich wollte gerade sagen, der ist platt. Oh, der war gar schon platt, der Kollege. Na dann. Alle Ziele innerhalb des Zeitlimits, wa? Mit dem Pinsel sehr einfach, weil die schneller sind. Aber das kennt man ja auch schon, das Level hier. Das hatten sie auch schon mal gezeigt gehabt. Ah! What the? Das war gemein. Okay. Wenn wir rennen, sind wir schneller. Wenn wir rennen, sind wir schneller. Wenn wir rennen, sind wir schneller. Achso, Curlingbomben. Ja klar, haben wir auch noch anscheinend. Cool. Was? Das ist mies. Das kann wieder so eins dieser Level werden, wo man eins verpasst und das ganze Level ist hinüber. Eieiei. Gut, die Zeit läuft. Schaut da rein. Ja, ja. Ich sehe schon mein Herr. Ich habe die Tinte verpasst, ne? Natürlich. Nein! Ich hab wieder eine verpasst. Okay, das muss man perfekt spielen. Aber absolut perfekt. Schlimm. Das muss man wirklich perfekt spielen. Auch super eng die Kurven nehmen.
Nein, nein, nein! Ah! So eine Schande. Ich habe keine Tinte mehr dafür. Scheiße. Ah, ja gut, ich habe sowieso eine verpasst, von daher. Ah, ärgerlich. Los, 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 lauf, 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 lauf. Schön innen an den Dingern vorbei. Keine Bombe fliegt. Nein. Das ist knapp bemessen. Also, das ist echt. Das ist echt sowas recht Schwieriges, was man eigentlich von einem in Anführungszeichen Kinderspiel nicht erwarten würde. Ich sag das in Anführungszeichen, weil es ist wirklich in Anführungszeichen zu sehen. Weil das sehr, sehr, sehr knackig ist mittlerweile. Das ganze Splatoon. Wird ja auch von Erwachsenen echt gern gespielt. Und natürlich auch im E-Sport gerne gesehen. Oh, geschafft. Heilige. Aber sowas. Von der Schwierigkeit. Lang nicht mehr gesehen. Also so eine. So ein Spiel von der Schwierigkeit her. Von solchen Leveln her. Und knappe Messenheit. Das finde ich super gut. Finde ich herrlich. Ich liebe solche Herausforderungen. Kommen wir nun zu J03 und D08. Bring den Gästen Benehmen bei im Kaspel. Kaspel? Kapselhotel. Verteidige die Achterkapsel. Mit Bomben. 2000 Gebühr, wow. Das ist teuer. Sehr, 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 sehr teuer. Octo Expansion. Splatoon 2. Haha. Gut, dann. Bin meistens mit Belohnung bekommen wir mit allen gleich viel. Nehmen wir die Klecksbombe. Die können wir besser timen auf alles hier. Na dann. 5 Leben. Los geht's. Ahoi, sieht aus, als würde man dich ja schon erwarten. Oh, ist eine ganz schöne Armee. Okay, ich habe 1 Minute 30, kann eine Waffe auswählen. Oh, geil. Eine Waffe auswählen, welche wäre am besten dafür geeignet? Wähle eine Hauptwaffe, die am besten liegt. Am besten Hauptwaffe. Ein Blaster eigentlich. Nehmen wir den. Wird wahrscheinlich hier recht doof werden, aber 1 Minute 30, um das alles zu verteidigen. Yeah, mach sie alle fertig. Ich nehme am besten noch das Schild mit eben. So. Keine Tinte mehr. Wow. Jesus. Wo kommt ihr denn her? Ihr Monster! Oh, das ist fies. Das ist echt dreckig. Wow! Oha! Vielleicht ist das Ding jetzt doch nicht so gut geeignet. Vielleicht ist es doch besser geeignet, ein Splatling zu nehmen. Ich nehme das Splatling mit. Kann ich aufladen, kann ich die Leute von außerhalb abschießen. Oder von einer hohen Position aus. Aber ich werde automatisch mal kurz hier rüberlaufen. Was? Als ob der durchgekommen ist. Du, kleine Ratte, du. Oh Mann. Bombe. Als ob die auf mich gehen, die Säcke. Oh mein Gott, die gehen wirklich auf mich. Oh, das ist ja mies. Splatling funktioniert aber recht gut. Ich nehme den Splatling weiterhin. Oh, das ist echt gemein. Hauptsache, verteidige den Scheiß. Ja, ja, am Arsch. Ist hart.
vorne noch Rüstung drauf, theoretisch. Na, wo spawnen die nächsten rein? Wow. Aber instant abgeschossen. Wow. Wow, 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 wow. Okay. Hallo. Hallo. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Den kleinen Racker hier. Okay, Feuer, Feuer, Feuer. Oh mein Gott, die kommen ja mit allen möglichen Krammern. Ah! No! Rüstung an. Jesus Christ, was zum Geier geht denn hier ab? Holy crap. Senegal führt gegen Polen nebenbei. Wow. Wirklich? Hätte ich nie im Leben gedacht. Wenn Polen das verliert. Traurig, traurig. Oh, heilige Macaroni, ey. Okay. Ich hoffe mal, die können sich nicht die Sachen holen. Das wäre sonst echt schlimm. So. Du bist mein erstes Opfer. Ja. Euch nehme ich jetzt nächstes dran. Oh, direkt das Schild, wa? Oh nein. Gut. Behalte die Umgebung im Auge, sagt sie. Mach ich doch immer. Noch mehr von den Tanten hier. Ich treffe die nicht. Geht doch. Wow. Nein, nein. Böse. Ich höre da vorne eine und ich sehe da vorne eine rauskommen. Oh, Alter, gegen die Bombe konnte ich nichts machen. Gegen Bombe war absolut nichts drin. Nimm doch den Blaster. Ist ja schlimm. Hey, der Witzker. Okay, Sepisphäre ist nicht so schlecht dagegen. Kann sie ja beschützen und alles. Hauptsache mal durchlaufen mit dem Kram hier. Wow, nimm mir erstmal die Rüstung raus. Im Ernst? Okay, wenn man sie angreift, kommen sie automatisch raus. Wow. Das ist fies. Ich liebe diese Herausforderungen. Trotzdem sehr, sehr gemein. Ich will das haben. Gib mir das. Und eine Rüstung wäre auch nicht schlecht. Na super. So viel zu, eine Rüstung wäre auch nicht schlecht. Hauptsache, ich krieg die nie, wa? Wo sind die andere? Ach, da vorne. Das ist mit dem Blaster vielleicht ein bisschen doof, weil man ja selber die Dinger hier zerstören kann. Okay, ihr nervt. Hart. Okay. Oh, die haben das Schild gekrallt. Was für Säcke. Boah, alter Schwede. Oh, die sind ja heftig, ey. Leck mir Marsch. Wow.
Das sind ja echt dreckige Gegner. Mann, Mann, Mann. Nur mit der Sepisphäre. Und nochmal direkt mal Schutz hier vorne von den Dingens hier. Alter, die treffen einen doch direkt, wa? Übel. So, den nächsten Spawn hier vorne rein. So, weg. Aber die schießen auch direkt. So, den nächsten Spawn da vorne rein, richtig? Ah, da vorne. So. Rollertante? Nein. Böse Rollertante. So, dann brauchen wir wieder ein bisschen Schutz. Natürlich besser ist einzufärmen irgendwo, wa? Wenn man sich darüber legt. Okay, die ist eine drauf. Irgendjemand greift gerade mein Ding jetzt an. Gefällt mir nicht. Nein, nein. Aber schön weg damit. Fünf Sekunden noch, ich mach mal kurz ein Schild an. Und das haben wir dann. Ich kann selber abschießen und kann sie sogar stärken dadurch. Das ist gut zu wissen. Und wenn man Schaden kassiert, dann haltst du einfach wieder voll. Mit eigener Tinte. Cool.